Es ist nicht so, dass unsere Seherfahrung und Hörerfahrung so bestimmt wird von dem alltäglichen Einfluss der Medien, dass der Zugang zum Theater, wie er wie als überlieferte Institution ja eben immer noch hier im Raum wörtlich steht, wir sitzen auch sozusagen auf einer Bühne, nicht beschädigt wird notwendigerweise, nicht tatsächlich das Projekt der Entschleunigung schon zum Scheitern verurteilt ist, bevor noch die Leute ins Theater gehen. Und wenn man sich das Theaterpublikum ansieht, es ja in der Tat nicht aus diesen jungen Leuten besteht, die wir gerne da oder viele gerne da haben würden, die meiden das Theater meiner Erfahrung nach jedenfalls mehr, obwohl es eine andere Bewegung gibt. Bei uns im Brechtbau, da sind die Geisteswissenschaften untergebracht, da gibt es 6 oder 7 Studentenbühnen, die da... In Tübingen? In Tübingen, ja. Es wird vielen Jugendlichen und Kindern durch den Schulbesuch im Theater entweder das Theater für alle Zeiten vergällt oder aber man wird dafür geöffnet. Weil das ist einfach die Verantwortung von uns Theaterleuten. Wir können alles Mögliche machen mit dem Theater, nur eins darf es nicht sein, schlecht und langweilig. Ja? Es kann merkwürdig, es kann unverständlich sein, es kann überraschend sein, aber es darf nicht schlecht oder langweilig sein. Ich glaube, da ist in unserem Stadttheateralltag auch zu oft passiert, dass Jugendliche bei ihrem ersten Erlebnis für alle Zeiten verschreckt worden sind. Also wir erleben das, wir haben mit 50 Schulen Kontakte, mit 200 Kitas auch Kontakte und sehen das als ein wesentliches Segment unserer tagtäglichen Arbeit, sodass die Schauspieler oft um 10 etwas spielen, wie Kabale und Liebe und Nathan oder andere Stücke und dann eben auch für die anderen Generationen abends. Aber das muss richtig ernst genommen werden. Diese Erstbegegnung zwischen Theater und jungen Leuten, dann können sie sogar Fanatiker des Theaters werden, was vielleicht gefährlich ist. Aber ich möchte noch sagen, das Wort, Sie sagten, es muss richtig ernst genommen werden. Und ich glaube, das wird durch das Fernsehen in gar keiner Weise abgebaut. Das nimmt man ernst. Ein Theaterbesuch, wenn auch einer vielleicht erstmal widerwillig heute Abend dahin geht, wie selten sind Theaterbesuche gemessen an der Tatsache, dass in allen Familien jeden Abend Fernsehen an ist. Schon aus diesem Grunde wird das Theater immer eine sozusagen aristokratische Form der Unterhaltung bleiben und ist, glaube ich, wirklich durch die Erfindung des Fernsehers in keiner Weise reduziert worden. Eher verstärkt worden, weil ja nun Gott sei Dank ab und zu auch ein Fernsehabend ist, der eine ganz wunderbare Theaterinszenierung zeigt. Zwar immer seltener, in meiner Jugend, als das Fernsehen aufkam, hatte das Theater einen viel bedeutenderen Platz in den Programmen, des Fernsehens als heute. Aber immerhin, also ich glaube, diese Gefahr, die wir zu Anfangs darin gesehen haben, die besteht nicht. Naja, man wird das Theater nicht so schnell überdrüssig wie eben des Fernsehens, was 8 Tage in jeder Familie irgendwann abends an ist. Also das läuft nicht irgendwann abends. Ich weiß von meinen Studenten, das läuft den ganzen Tag. Tatsächlich. Das läuft den ganzen Tag. Und da wird ab und zu mal reingeguckt, dann wird ein bisschen weiter gezappt, dann wird nochmal reingeguckt. Das ist nicht so, dass man sich abends als Familie versammelt und dann Fernsehabend zu haben. Ich teile ja auch den Optimismus grundsätzlich, aber ich glaube, es ist kein Zustand, auf den man sich verlassen darf. Es passieren schon Dinge, dass die Kinder oft im Theater hinterher sagen, der Film hat mir gefallen. Also, dass die Wirklichkeit längst schon anders wahrnehmen. Dass sie auch sich manchmal im Fernsehen wundern, warum diese herrliche Werbung dauernd von diesen scheiß Filmen unterbrochen wird. Und nicht umgekehrt, wo wir noch wussten, die Filme werden durch Werbung unterbrochen. Also, gewisse Bewusstseinsverschiebungen passieren schon durch die neuen Sehgewohnheiten. Aber man hat es in der Hand, das zu irritieren und zu ändern. Ja. Es gibt natürlich diese große Breite des medialen Angebots. Dazu gehört natürlich auch die Verspartung. Also das heißt, es gibt einen ZDF-Theaterkanal, der all die wichtigen verfilmten Inszenierungen, auch ihre Inszenierungen natürlich wiederführt. Also ganz bedeutend, also 50er, 60er,
70er-Jahre-Aufführungen, also nonstop. Ne? Also man könnte theoretisch die ganze Zeit wunderbares Theater sehen. Und der ZDF-Theaterkanal produziert auch in bescheidenem Umfang Verfilmungen nach wie vor. Also ich spreche jetzt hier auch ein bisschen aus der Weimarer Perspektive. Wir hatten vor ungefähr 2 Wochen eine Uraufführung hier im Deutschen Nationaltheater. Das war eben genauso eine ZDF-Theaterkanal-Produktion in Verbindung mit Arte. Werther Uwe Jansson, ein experimenteller Filmemacher, der sich über Tatortregime sozusagen finanziert, hat mit ganz jungen Nachwuchsschauspielern einen Film gemacht, und also der genau diese Generation anspricht, also Werther in der heutigen Zeit mit einem überarbeiteten Text. Und das ist nur der Beginn jetzt einer langen Reihe von Theaterverfilmungen. Und es ist kein Zufall, dass die Inszenierungselemente die Herkunft aus dem Theater nicht verleugnen und dass eben auch die Premiere selbst im Theaterraum stattfindet. Also Sie haben es ja eben selber schön gesagt, also dass natürlich die Rezeptionsgewohnheit der jüngeren Zuschauer sich im Kino oder vor dem Fernseher oder jetzt auch im Internet gebildet hat. Und wenn ich daran jetzt wieder anknüpfe und auch diese Bereiche, die ja sowieso vermischt sind in den Köpfen, wenn ich dieser Vermischung einfach stattgebe, ne, also diesen Medienmix einfach als etwas Positives jetzt mal annehme und nicht immer nur verteufle, dann glaube ich, hat auch das Theater nach wie vor seinen ehernen Platz, also und wird diesen Platz auch eher behaupten, weil dass die Direktheit der Interaktion, ne? Interaktivität, ist ein ganz wichtiger Begriff in der Mediendiskussion, den habe ich da von vornherein. Ne? Die Geselligkeit, die Sie angesprochen haben, dass ich sofort unmittelbar reagieren kann, dass ich mich mit meinen Nachbarn austauschen kann, dass ich intervenieren kann, augenblicklich, durch Zwischenrufe, durch Beifall, durch Dinge, die ich auf die Bühne werfe, theoretisch. Also war ja sehr beliebt, ne? Shakespeare und so weiter. Vielleicht ist es gar nicht so bekannt, aber mehr als die Hälfte aller Schauspielhäuser und Opernhäuser der Welt stehen im deutschsprachigen Raum. Das ist schon auch, muss man bei aller Kritik gelegentlich, muss man das zur Kenntnis nehmen, dass das eine deutsche Kulturleistung ist, die so weltweit nicht selbstverständlich ist. Also diese Dichte an Theatern und Wichtigkeit von Theater ist außerhalb des deutschsprachigen Raums bei weitem nicht so gegeben und selbstverständlich. Insofern reden wir also nicht wirklich über ein Menschheitsphänomen, sondern über eins, sagen wir mal, der Menschen, die uns eher umgeben und des Staates, der uns umgibt. Und deswegen war es auch wichtig und durchaus auch eine Form von politischem Theater, Theater gegen ihre Schließung zu verteidigen, um die Wende herum. Als nochmal neu die Karten gemischt wurden, als gefragt wurde, gut, das eine hat die DDR finanziert, aber soll das nun auch die BRD wirklich unter Steuerzahler weiterfinanzieren? Und da sind ja viele Theater geschlossen worden, verkleinert worden, fusioniert worden. Das Senftenberger Theater war eins, das hatte zur Wende 320 Mitarbeiter und 3 Sparten. Jetzt hat es noch 90 Mitarbeiter und nur noch 1 Sparte. Also das ist schon ein bedrohter Wert, Theater an sich. Und schon die Verteidigung dieses Wertes ist an sich politisch. Denn wir zwingen unseren Staat, der trotzdem weltweit gesehen besonders viel für Theater tut, das Geld nicht in die Rüstung zu geben, mal vereinfacht gesagt, sondern in die Kultur. Und ein Intendant, der dann die Person ist, die entscheidet, zu welchem Fenster das Geld rausgeworfen wird, sozusagen, kann dann die Inhalte bestimmen. Und Sie haben sicher recht, dass da manchmal Leute geholt werden, die das ein bisschen zurückhaltender tun und manchmal Leute vielleicht auch eher aus Versehen Intendant werden, die das dann eher als Chance nutzen, sich einzumischen. Das ist dann oft an Personen gebunden. Ich war eher sehr erstaunt, als ich eben hörte, dass sie tatsächlich mehr als die Hälfte der Theater im deutschsprachigen Raum haben. Aber sonst kann ich das bestätigen. Toronto ist die zweitgrößte Stadt Kanadas. Eine für unsere Begriffe unbeschreiblich reiche Stadt. Aber als dann mein Churchill-Stück uraufgeführt werden musste, weil es in London erst verboten war, da sagte ein Kaufmann zu mir, ja, wissen Sie, mehr als einmal 3 Wochen kann ich es ja nicht bezahlen.
ich sagte, wovon sprechen Sie? Und da habe ich erfahren, Land und Stadt, Toronto, eine Millionenstadt, haben natürlich nicht eine Mark zu der Inszenierung beigesteuert. So ein privater Kaufmann, ein Jude, der es für seine Ehrenpflicht hielt, auch mal in dieser Millionenstadt, zweitgrößte, wie gesagt, Kanadas, Theater stattfinden zu lassen. Und das, die Behörden haben das sehr dankbar angenommen, das Geschenk, wären aber selbst überhaupt nicht auf die Idee gekommen, auch nur einen Dollar, oder wie heißt die Währung in Kanada, für Theater zu genehmigen. Also insofern ist das vollkommen richtig, was Sie sagen. Aber es ist eigentlich ja ganz unglaublich. Also das ist wirklich etwas, worauf sich der deutsche Kulturraum, ich glaube auch der französische auch, überhaupt der europäische, etwas einbilden kann. Aber das gibt es nicht in Übersee oder in den USA. Auch die Broadway-Inszenierungen, die ja kaum noch stattfinden, wenn es nicht Musicals sind, werden in den USA völlig unabhängig vom Staat und von der Gemeinde durch Private finanziert.